Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Blood and Wine. Ja, wir sind in einem weiteren Labor von diesem Moreau. Und ihr habt mir jetzt auch schon gesagt, es ist dieser Moreau, der damals dieser Forscher, der seinen Hexersohn zurückverwandeln wollte. Es ist derselbe, ne? Also es ist unser Mutagenforscher. Vielen Dank da nochmal. War mir echt unsicher, aber wir haben eben hier zwei unterschiedliche Labore. So, erstmal hochhumpeln. Hier sind irgendwo Hexerausrüstungen. Das ist my first priority. Oh, das ist schon wieder so ein Hebel. Ich hab dich doch gesehen. Ja, den ganzen Kladderadatschen können wir natürlich mitnehmen. Was ist das hier? Die Greifenhose. Geil. Noch ein paar Flowern da im Kästchen. Ah, Brief lesen wir gleich. Ah ja. Ja gut, das war sehr offensichtlich. Färbemittel und... Yeah. Jetzt fehlt uns nur noch eins. In der Kiste wirst du nicht stecken. Na, das wusste ich. Aber was ist mit dir? Was bist du? Ach so. Yay, wir haben's. Auf der Rückseite des Schemas hat Jerome etwas notiert. Was? Ich dachte doch, ne? Erst dachte ich, das wäre schon eine Notiz. Na gut. Auf der Rückseite von dem Schema. Der Paralysezauber lässt nach, aber das Portal ist noch immer inaktiv. Also sitze ich hier fest. Ja, zu dumm, dass ich mein Zeug in Fort Usar gelassen habe. Ohne meine Ausrüstung habe ich keine Chance. Wir haben nämlich, wenn ihr euch erinnert, wir haben noch gelesen, dass der Hexer wurde angelockt, ne? Und dann hat der eine der eine Bürger hat ihm erzählt, hey, das ist hier der Moreau, der was von ihm wollte. Und er wusste natürlich, sein Vater ist dann davon gerannt. Ja, lief ein bisschen unglücklich, glaube ich. Vermutlich werde ich hier sterben. Nein, wirst du nicht. Du hast mir die Schwerter genommen und alles, was ich als Waffe verwenden könnte. Selbst diesen Brief muss ich auf der Rückseite eines Schemas schreiben. Doch bevor ich sterbe, will ich dir eins sagen. Du bist wahnsinnig und wachst es immer. Du bist ein kaltblütiger Mörder. Ich fühle schon lange nichts mehr für dich, außer Hass. Ich bin fertig mit dir und hoffe, dass du eines Tages für deine Verbrechen bezahlen musst. Das sind mal harte Worte an den Vater. Moreau hat sich schließlich damit abgefunden, dass sein Sohn ein Hexer war. Ah, ich hab... Hey, ich hab wieder diesen lustigen Soundbug. Außer es ist genauso bei euch. Ich hoffe, das legt sich. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal... Bitte neu starten. Zwei? Zwei hintereinander? Ja, das ist so ein schönes Zeichen. Ist ja sehr schön. Kann ich das hier bitte mal... Willst du mich doch verarschen? Ich sehe doch, dass das eine Vision ist. Eine Illusion, meine ich. Hol dein Talisman raus, Geralt. Mach das Ding weg. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Warum geht denn das nicht? Ich glaube, ich fühle mich irgendwie gerade leicht verarscht. Ich werde mal auch ganz kurz, ne, ihr wisst schon, speichern, rausgehen und so, ihr wisst Bescheid. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Jetzt gucken wir mal, ob das tatsächlich was gebracht hat. Ich glaube, es ist ja nicht die Lösung. Na, es ist nicht die Lösung. Ich habe keine Ahnung, warum das hier nicht geht mit dieser Illusion. Ach, scheiße. Ich hoffe, dafür geht jetzt der Sound wieder. Also ich habe manchmal diesen lustigen Bug, dass ich Geralt absolut nicht höre. Ihr aber schon. Ich glaube, bei euch ist das normal. Bei mir dann aber nicht. Da funktioniert dann irgendwas mit den... Ne, ihr wisst schon. Technik, die wir hier gar nicht kennen in dieser Welt. So großartig. Tja, dann bleibt uns erstmal... Oh Gott. Dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als hier abzuhauen. Keine Ahnung, ob wir hier jemals wieder zurückkommen können. Oh. Ach ja, der Hanse-Typ, der... Ah, du lebst ja noch, stimmt.
Der Hahn sind die... Oh, du Pisser. Ich hab dich gar nicht gesehen, ne? Einfach gegen die Wand gedrückt. Ja, der Kuller sind noch. Kuller mal weiter. Ja, so. Unfassbar. Los, komm, das Zeug nehme ich noch auf. Ein bisschen Platz hatte ich ja noch. Ja, stimmt, das geht da halt nur noch zu unserem Portal. Das ist ja so ein Kreis da unten. Lassen wir das. Waren wir schon. Heute kommt der Tod nicht holen. Aha. Brüder, töten wir! Morden wir! Warte mal, hallo? Nimm den Trank. Wo seid ihr, ihr doofen Armbrustschützen? Nee, du bist keiner. Alle Wetter, ein Hexer! Ja, ach nee. Out, bitte! Das ruckelt immer so schön. Juhu! Und warte! Wo ist euer Hansefuzzi? Oh, töten wir! Morden wir! Oh, ich hänge an der scheiß Fackel fest. Boah! Oh, ist das toll! Da, da, da! Tschu! Nein, den da! Tschu! Tschu! Stirb! Das Leben ist schön! Der Tod noch viel schöner! Echt? Bist du der Meinung? Dann kannst du ja gleich mal testen. Sag Bescheid, wie es war. Tschüss! I love it. Ich weiß auch nicht. Ja, komm. Mach mal jetzt nicht so ein Terz da oben. Der Hansefuzzi ist hier irgendwo in, irgendwo unten. Da muss doch so ein Tunnel sein hier. Aha. Ja, da unten irgendwo, glaube ich. Der war schon beim ersten Mal nicht so ganz auf der Karte verzeichnet. Wieso kann ich jetzt eigentlich nicht laufen? Ich sag mal, ist heute wirklich irgendwie buggy? Hallo? Achso, ich bin überladen. Ach so. Und ich rechne das wieder dem Spiel an, ne? Was brauchen wir denn? Vier. Warte, hier, diese Coins sind extrem... Ja, die sind halt echt schwer. Gut. Dann lassen wir das Ding jetzt hier. Oh, ist das... Ihr schaut euch mal diese riesen Armbrust an. Eigentlich Balliste denn, ne? Das kann ich hoffentlich... Ja, das kann ich halt noch mitnehmen. Ich kümmere mich jetzt nicht mal weiter um die Typen. Ich guck mal, wo dieser Hansefuzzi rumläuft. Und mal, hier war ich doch, ne? Ja, hier war ich. Scheiße. Versteckt er sich? Kommt mal raus. Oh, die ganze Karte ist ja wieder voll. Das ist doch unfassbar. Ich hab's ja erst gemacht. Oh, das ist jetzt scheiße, ne? Au. Ja, ja, Schlitzen, Hacken und so. Hackfleisch aus Hacke, Peter und so. Kacke. Aua, es ist scheiße. Aus Hacke, Peter. Oh nee, und ich habe nicht gespeichert, ne? Das ist jedes Mal so ein Problem. Oh nö, weißt du, leck mal doch einfach die Füße jetzt hier. Okay, aber diese Wand geht immer noch nicht, ne? Ja. Gut. Ob die ihren Hansefuzzi der Tatsache irgendwo oben haben, war eigentlich war der doch in der Karte unten. I don't know. Das werden wir jetzt rausfinden. Wo muss lang? Fünf Tränke überlegen, das Schwal. Ich glaube, ich habe. Ja, ich habe alles. Umzingelt ihn! So, Weitkotz ist schon mal drin. Pissnecke! Hörst du auf! Nee, ich will eigentlich den da. Weil er ist, genau, er ist auch Armbrustschütze. Ist er tot? Ja, er ist tot. Man muss Gerhard bei diesem Wirbel immer ganz lustig choreografieren hier durch. Ah, das ist... Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Ja! Geht doch!
Sterben leicht gemacht. Ja, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann nur das bitte. Sonst wundert sich der Djöllchen gleich, warum du bist so verbackt ist. Ja, ja. Arndt? Oh, du. Arschloch, ne? Ihr seid eingefroren? Warte, 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 noch. Yes! Ist das gut? Verdammt. Mann, der hat richtig Spaß. Oh, Hundis. Hundis. Ah, ihr werdet auch eingefroren. Ein Hund ist schon tot. Das ist echt the best of hier. Und jetzt mal durch da. Was jetzt? Aufgeladene Zornstufe, sag ich da nur. Kommt mal her. Und jetzt wieder. Wir haben noch zwei mit zwei Hand und einen mit Schild. Ja, und ich weiß, das Schwert ist im Arsch. Warte, muss immer so blöd umgreifen. Was? Habe ich jetzt wirklich diese Meistersets? Scheiße. Die sind so arschteuer. Och Mann. So, jetzt bist du tot. Was sagst du denn jetzt? Friss Scheiße. Boah, was hier wieder rumliegt, ne? Ich würde das gerne echt. Aua. Ich würde das sehr, 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 sehr gerne alles mitnehmen. Wenn es geht. So, jetzt warte ich mal ganz kurz. Für dich einmal. Ich höre noch irgendwo Hunde. Ach. Und da kommt schon die Wauwaus. Jetzt mach doch mal diesen Zweihand hier. Dankeschön. Der ist jetzt schon mal weg. Und jetzt komm. Kannst dich nicht bewegen, oder was? So, Hund. Der Hund ist tot. Nee, doch nicht. Schlag doch mal. Hallo. Na gut, dann mach ich das eben mit dir so die ganze Zeit. Ein Schlag jetzt, komm. Denn eben nicht. Also sowas. Ah, noch faule Kämpfer hier. Hunde. Oh Gott, wie das aussieht hier. Das ganze Schlachtfeld voll. Nur noch das bitte. Fleisch. Jo. Warum haben die eigentlich jeweils immer eine Zwiebel bei? Das ist oftmals so. Oder ein bisschen Zwirn halt, ne? So ein bisschen Soldaten zwirren, das ist ja verständlich. Und auch nachvollziehbar. Aber so, warum denn immer so eine Zwiebel? So eine rohe. Da schon wieder. Hier wieder zwirren. So, das soll es jetzt mal gewesen sein. Jetzt gucken wir mal auf der Karte. Ah, der wird mir nicht angezeigt hier, ne? Wir müssen mal oben schauen. Alle tot auf der Karte. Alle tot. Ja, da drüben auch. Dann bist du vielleicht doch oben. Außer ich habe den vielleicht schon getötet, aber... Das, nee, Quatsch. Der hat ja... Es ist ja quasi ein Boss, ne? Der hat ja so eine Boss-Anzeige. Also, ich nehme es sofort wieder zurück. Ist ja Blödsinn. Komm ich da irgendwie rauf? Oh, warte mal. Da ist ein Typ. Und hier ist eine Leiter. Gar nicht gesehen. Ah, da, jetzt sehe ich ihn auch auf der Karte. Da oben leben noch welche. Nee, danke. Ich stehe zwar jetzt auf Männer, aber nicht das... Aua. Ah. Können wir... Dankeschön, das Ganze mal hier nach oben verlagern. Kann das Spielchen die ganze Zeit treiben.
Der ist ja richtig sweet hier. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel. Durch! Das war gut. Oh nein! Das eine Fleisch war das jetzt, oder wie? Wie gut. Ich dödel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Ja. Das war's. Wir arbeiten uns voran. Hier gibt's aber auch wieder eine Menge Silber und so. Schlechte Idee. Finde ich nicht. Du bist zwar an zwei Hand. Du bist alleine, Kerle. Brenn. Oh, danke schön. Wir könnten Art nehmen. Quatsch. Quen? Ja, Quen. Quen ist gut. Axi vielleicht. Jetzt so Zweikampf mit zwei Händen will ich mir irgendwie nicht geben. Ja, passt doch. Komm her, kriegst du nochmal? Ja, perfekt. So gehen die am besten. So gehen die Tatsache am besten. Jetzt ist die Frage, ich sollte, glaube ich, nicht rasten, ne? Sonst ist hier gleich wieder die Bude voll. Oh nein, ich hab eine Rüstung aufgenommen. Ich bin so ein Vollpfosten. Diese Rüstung, ja, die kann auch gerne draußen bleiben. So, ich hoffe, ich schaffe den jetzt. Oh, warte mal, da hinten ist der. Was? Ach, die haben das Lager entzündet. Das haben sie beim ersten Mal nicht getan. Da war ich so toll. Aber der wird hier oben irgendwo sein. Ja, da ist doch schon mal einer. Oh, Philibert, ich hab's mir doch gedacht. Philibert. Philibert, ich wusste das doch. Meine Güte. Gerne ich mich doch haue. He's got exploded. Kann man dich... Ja, kann man. Verdammt, bist du hässlich. Tschüss, Philibert. War nett. Oder auch nicht. Hans, Toussaint Ritterschar-Schwert. Ja. Wo hast du deinen Schatz? Und das war jetzt halt, wie gesagt, eine neue Hanse. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ich hoffe nicht allzu viele. Wir haben von drei Anführern bisher gelesen. Überladen. Ja, ja. Gut. Tagebuch in abgegriffenen Liter. Ja, ich bin Philibert von Wittern. Mein Wappen zeigt die Krähe. Mein Vater ist der berühmte Ritter Gruber Backenbleich von Wittern. Heute wurde ich von einer Beleidigung besudelt, die sich nur mit Blut abwäschen lässt. Rachedurst verzehrt mein Inneres. Diese Flammen lassen sich nur zügeln, indem ich schreibe. Das ist auch immer so gut. Totaler, voller Wut. Gib mir ein Buch, ich muss schreiben. Wenn ich diese Worte einst als alter Mann lese, wird ein gewisser Maximus Nonius Macrinus schon lange tot sein. Eine erbärmliche Erinnerung. Jetzt allerdings lebt er noch. Warum schreibe ich davon? Vor einigen Tagen forderte ich ihn zum Duell. Auf den Tod. Oder auf den Tod. Er hat meine Lucienne beglotzt. Das ertrage ich nicht. Allerdings erwies sich seine Schwertkünste als den meinen überlegen. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Was ist schon ein verlorener Finger gegen eine verlorene Ehre? Maximus hat mich besiegt. Doch statt mich zu töten, schenkte er mir das Leben. Ich werde nie die Gesichter der Männer vergessen, die sich von mir abwendeten. Ich weiß, dass ich keinen Frieden mehr finden kann, bis ich mit ihm abgerechnet habe. Ein ehrenhaften Gegner, den er da gehabt hatte. Einen sehr sympathischen. Etwa ein Dutzend leere Seiten? Ich habe das Tagebuch gefunden, das mein Vater mir vor vielen Jahren gegeben hat. Es hat sich vieles ereignet in meinem Leben, seit ich zuletzt hineingeschrieben habe. Ich bin aus Toussaint geflohen und habe an verschiedenen Orten mein Glück gesucht. Mit unterschiedlichem Erfolg. Das Schlimmste ist, dass ich die Hände noch immer nicht um Maximus Hals legen konnte. Natürlich ist das eine Frage der Zeit. Ich habe beschlossen, in das Drecksherzogstum zurückzukehren. Wir haben am Mont Crane unser Lager aufgeschlagen.
Ich habe mir sorgfältig eine Gefolgschaft aus Männern zusammengestellt, die keine Aufgabe und keinen Feind scheuen werden. Toussaint hat mich einst zur Flucht gezwungen, nun wird es dafür bezahlen. Den höchsten Preis wird Maximus Nonius Macrinus zu entrichten haben. Wenn ich ihn in die Finger bekomme, wird er sich nur noch eines wünschen, den Tod. Ich hab den Hurensohn. Er spielt den Herrn im Castle Darkia Anwesen. Das hat er von der vertrockneten Schnepfe Henrietta bekommen. Offenbar ist Herzog Raimund seit einigen Jahren tot. Morgen werden meine Männer ihm einen Besuch abstatten. Ich gehe jedoch nicht mit. Schon der Gedanke an dieses Wurmgesicht lässt mich übel werden. Leb wohl, Maximus, ich habe dein Todesurteil unterzeichnet. Ich bin höchst erfreut. Maximus und seine Familie sind nun Krähenfutter. Ach scheiße, hat er ihn echt gekriegt, ne? Ah, ich hab so gehofft, dass der überlebt. Ihr Gestank ist ein Fest für streunende Hunde. Wann immer ich die Augen schließe, sehe ich sie wieder sterben. Ich höre sie heulen und schreien. So hart wird mir die Rute auch bei der kurvenreichsten Hure nicht. Endlich bin ich befriedigt. Oh, was ein Ekelpaket. Oh, ich hab gerade innerlich gehofft, dass der Kerl überlebt hat. Oh, scheiße, ich darf gleich richtig viel weghauen hier. Ach ja, ein paar Buttermesser und ein paar Kupfernickelspitzenhackkopf. Ja, klar, und Tafelsilber. Also schön hat das ja schon gehabt hier. Jetzt hast du dafür gebüßt. Ich sag mal, ich hab ihn gerecht, den armen Kerl. Das war echt jetzt ein bisschen, Ich hätte es aber nicht anders gemacht, ne? Beim Duell, ich würde meinem Gegner auch leben lassen. Die sind natürlich dann so voller Schmach, dass sie das nicht ertragen können, dass jemand sie geschlagen hat. Tja. Ein geknackster Stolz. Das ist immer so ein bisschen das Gefährlichste bei solchen Leuten. Oh, ein Toffee. Geil, damit mache ich es mir heute Abend gemütlich. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Noch ein paar Weinchen. Hunde haben wir auch noch draußen, aber das ist jetzt hier komplett erledigt. Wir haben die Hexerrüstung, wir haben den Hansetypen erschlagen. Philibert. Achso, jetzt kommen die anderen, stimmt. Ich habe es mir ja schon fast gedacht, dass es der Philibert ist. Klar, habe ich gern gemacht. Aber schöne Festung, sehr verwinkelt auch. Ach, diesmal bleibt das ganze Loot auch liegen. Die Schreckensherrschaft einer Hanse ist vorüber. Du hast die Basis. Können wir hier vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Oh ja, die Zwiebel. Natürlich. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Wunderschön. Eine Schlägerei. Dieser Tristus von Wittern. Warum wird er Vierfinger genannt? Er hat vier Finger. Du bist mir ja eine Hilfe. Ich weiß, dass ihm ein Finger fehlt. Aber wie hat er ihn verloren? Er spricht nicht gern darüber. Einmal hat er behauptet, ein Weib hätte ihn abgebissen. Aber da war er besoffen. Also wohl eher Wunschdenken. Ja, die Geschichte haben wir ja gerade gelesen, ne? Dass er im Duell besiegt wurde. Von einem der Weinen. Ich sag's dir mit den Fäusten. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Ja, doch. Ist doch gut. Also von einem der Weinobersten hier. Der Inhaber. Ach ja, schön. Ihr sitzt hier also auch schon. Bin ich unsichtbar? Entschuldigung. Ich hab halt die Stufe nicht ganz erwischt. Oh, scheiße, ich hab schon wieder die... Komm, mach mal das noch weg. Das reicht gar nicht, ne? Ich könnte mal hier ganz kurz auch mal...
ein bisschen ordnen. Dieses Hemd, das wiegt auch nicht so viel. Ja, dann lieber was Blaues weghauen. Ja, ja, ja. Lassen wir das so. Ich muss dringend verkaufen, ihr Lieben. Ihr habt doch, also ein paar haben sich jetzt auch wieder die Hauptquest gewünscht. Also das war halt eben mal reges Besuchen. Ja, machen wir alles, ihr Lieben. Was? Ach Gott. Geh doch, Kerl. Geh. Geh einfach. Aber sag's doch nicht. Geh einfach. Ah, denn das ist ja ein ewiger Weg bis zu diesem Leuchtfeuer. Das soll doch eigentlich relativ schnell gehen. Wie es gibt das Ausweg da drüben. Sollen Sie mich doch mal. Wir können ja mal tauschen, die Jobs. Guter Mann. So, ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal hier auf und davon. Wie gesagt, die Hauptquest wurde sich gewünscht. Ich bin aber noch so in diesem. Wir müssen erstmal alles anschauen, Flair, so ungefähr. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich das auch irgendwie anders an als andere. Aber wir werden sie natürlich machen. Ganz auf jeden ruhig. Fall. Keine Schlägereien. Wie komme ich denn jetzt hier am besten raus? Wo geht's hier raus? Oh, das sagt mir lieber, wo es rausgeht. Das war doch irgendwo hier an der Seite. Ah, da! Ach so, ja stimmt, du bist ja... Ja, dich habe ich noch gesucht. Kompliment an den Sieger des Turniers, unser Held. Durchlauchtigster Hexer, der Schlechter von Philibert Vierfinger von Wittern. Heroisch. Mein Respekt und Dank sind dir sicher, für immer und ewig. Er hat die Ruinen monatelang durchwühlt. Er und seine Hanse. Wen sie gefangen genommen haben, dem tut es leid, dass er nicht im Kampf gestorben ist. Er hat sich da eine hübsche Truppe aufgebaut. Abschaum aus aller Welt. Banditen, Verbrecher, werden von ihm angezogen wie Fliegen von der Scheiße. Gut, dass du sie erledigt hast. Dafür danke ich dir. Bei mir kriegst du in Zukunft nur die besten Preise. Ja, das hört sich doch gut an, weil hier liegt ziemlich viel Kram rum. Die Hanse war anscheinend auf eine lange Belagerung vorbereitet. Oh ja, diese Ratten haben sich ein hübsches Nest gebaut. Ein paar Ritter haben sie angegriffen, aber an den Ruinen haben sie sich die Zähne ausgebissen. Kein Wunder. Von Wittern hat sie in eine Festung verwandelt. Mit nichts weniger als einer Balliste im Innenhof. Tja, diese Maschine war wohl gegen die geflügelten Echsen gedacht. Von denen wimmelt es in diesen Hügeln. Darum behalte stets den Himmel im Auge, Hexer. Naja, ein paar Wivern und Schleimlinge und so haben wir ja schon gesehen und auch erlegt. Wenn ich jetzt hier bei dem Typen verkaufen kann, ne, dann werde ich mal... Danke. Lebt wohl. Viel Glück auf deinem Weg. Ich mach das mal ganz... Seht euch mal die Karte an. Der letzte Schrei. Ja, ich seht euch mal die Karte an, dann werde ich mal hier bei ihm alles verhökern. Vielleicht gibt es ja da noch ein bisschen Money raus. Vielleicht kacken. Oh, Junge. Und ich mache das jetzt einfach mal... Ja, offscreen. Für mich und so weiter. Ihr hattet jetzt auch nochmal geschrieben, wegen den Fragezeichen. Also bis auf einem, glaube ich. Wolltet ihr das, soweit ich gesehen habe, alle sehen? Also, ja, dann macht euch was auf was gefasst. Vielleicht machen wir da auch extra Folgen oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe es mir aber vermerkt, ne? Also wir werden die dann mitmachen. Der letzte Schrei. Und ich mache jetzt hier erstmal Kram und so weiter. Ihr wisst schon. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Hol dies, kipp das aus, feg da drüben.